So, meine lieben Freunde, hallo und willkommen zurück zu einer wunderbaren Goblin-Runde. Ich schau mal. Leute, wir haben Samstagmorgen. Der gute Avaron, TSGs Korps und Weltmeister Ginter sind schon da. Moin moin an alle. Wir waren gerade ewig im Ladebild schon, weil irgendwie Leute nicht angenommen haben. Dann ist jemand rausgeladen, jemand nicht reingeladen, dann ist die Lobby gecrashed. Der Ladebildschirm gecrashed und zwei Leute raus. Aber jetzt, finally sind wir drin. Der Typ hat am meisten Probleme im Laden gehabt, der Chinese oder Asiate. Keine Ahnung, was das für eine Sprache ist, ehrlich gesagt. Ich würde sagen Chinesisch oder Japanisch. Ist es, es könnte auch Koreanisch sein. Ach, keine Ahnung, ne? Ich kann nur Vietnamesisch erkennen, eigentlich halt an solchen Sprachen, weil Vietnamesisch auch eigentlich ziemlich die einzigste ist, die keine Schriftzeichen hat, sondern eigentlich normale europäische Schrift mit ein paar Akzenten drüber. Habt ihr die Dinger gesehen, bevor ich meine Webcam wieder anmache? Ich mache die mal nochmal kurz auf. Ach man. Immer wenn der erste Roll so ein richtig geiler Goblin Roll ist, ist der Roll danach immer mega kacke. Das ist eine feste Regel. Ich glaube Koreanisch. Ja, Koreanisch könnte es auch sein. Die kann man schon unterscheiden, wenn man da ein bisschen sich auskennt. Ja, Mann. Ja, es könnte sein, die sehen ein bisschen anders aus. Ja, ist ja Wurst, ganz ehrlich. Ist ja irrelevant für uns jetzt hier. Guck mal, der ist rausgeflogen auch schon. Es war ja klar, dass sowas passieren wird. Ich weiß gar nicht, wie der Spaß am Spielen hat, wenn der nicht mal. Der beim ersten Mal reinladen, dann war der zwei, hatte zwei Minuten gebraucht und hat dann nicht mehr rechtzeitig angenommen. Also weil er vorladen musste, irgendwie, weil er nicht schnell genug war, sein Internet. Oder sein Rechner. Und jetzt fliegt er auch schon wieder raus. Wenn ich so richtig scheiß Internet hätte, ich muss meine Webcam wieder anmachen übrigens. Wenn ich richtig scheiß Internet hätte, würde ich glaube ich, hätte ich keinen Bock, das Spiel zu spielen, wenn man immer rausfliegt. Das ist ja überfrustrierend. Hier geht raus an Patrick. Guck mal, wir haben hier den hier zumindest 10 Gold. Jetzt bin ich wieder zufrieden mit dem Goblin Roll. Da kann ich auf 10 Gold gehen und habe schon Max Gobbles. Und keiner spielt das. Also das Problem ist nur, dass wir die letzte YouTube-Runde war auch eine Goblin-Runde, glaube ich, die gestern. Das ist witzig, ich bin das heute gerade live. Und wir haben null YouTube-Runden noch. Das heißt, irgendeine Runde, die heute kommt, wird heute auf YouTube auch kommen wahrscheinlich. Wenn ich heute nur eine Runde hinbekomme, dann muss ich aber erst morgen und dann switchen wir wieder auf 2-Tage-Rhythmus. Also kann eh sein, dass wir jetzt wieder auf 2-Tage-Rhythmus switchen müssen. Weil meine ganze Vorproduktion, alles ist weg. Gestern war die Runde, wo ich Tinker so gezogen habe, stimmt. Mal gucken, wenn wir heute mehrere Runden zusammenbekommen, dann können wir ganz normal wieder täglich Runden hochladen aktuell noch. Also wäre heute schon gut, wenn wir ein paar gute hätten. Das wäre schon gut. Oh, das ist so verlockend, Alter. Wie gut sind die Leute? Oh, die Leute sind nicht so stark. Okay, komm, scheiß drauf. Scheiß auf die Goblin-Runde, die ich gecallt habe. Die Leute sind echt schwach und es ist ein Typ AFK, da bekommen wir safe dann immer einen Roll. War zwar ein ordentlicher Goblin-Anfang mit Money auch, aber jetzt gehen wir mal damit. Ich habe gestern eine Runde privat gezockt. Die O sind nur Noobs, also easy win für die Asiaten. Lul. Recht. Verstehe eh nicht, wieso Asiaten. Achso, das war da oben die Nachricht auch. Eh nicht, wieso Asiaten und Russen bei West-EU mitspielen haben. Immer Hyping etc. Ja, aber manchmal kommt man automatisch auch in so eine komische. Kommt man manchmal auch EU-East-Lobby und sowas rein. Mal das IO mit, das könnte mir gleich mal helfen, schnell irgendwas fertig zu ziehen. Was soll ich denn gerade sagen? Ich habe gestern eine Runde privat gezockt, das wollte ich sagen, stimmt. Ich habe gestern eine Runde privat gezockt, nur zwei Runden, aber die wichtige Runde ist, ich habe einmal verkackt anscheinend mit Rainy, ne, warte mal, das war im Stream noch. Einmal bin ich Vierter geworden mit Warrior privat. Ich weiß nicht, ob das gestern oder vorgestern noch war, aber es war auf jeden Fall Offstream, bin ich mir sicher. Aber wichtig ist die Runde, Leute, ich hatte early eine Nyx Assassin Drop und habe so eine fette AQ-Runde draus gemacht. Ich hatte Nyx Assassin 3 mit Seeds dazu. 3 Assassins mit einer Templar 3 noch und halt dann noch die Ogre mit einem Level Alchemist 3, den ich alles besser abblasen. Ich glaube, ich habe da einmal ausnahmsweise die so gespielt, wie man sie spielen sollte auch, die kommen. Ausnahmsweise mal richtig gespielt mit einem Ogre, so wie es die Profis spielen. Hallo Surf, moin moin. Servus Surf, moin moin. Moin Surferino. Erstmal einen Schluck Wässerchen trinken. Hör mir auf. Was soll ich mit dem jetzt anfangen? Ich glaube, ich muss jetzt einmal kurz switchen. Muss hoffen, dass ich dann ihn schon mal hochbekomme. Dann hätte ich ein, zwei auch schon mal schnell. Jetzt, wo ich ihn eh doppelt habe, kann man das machen. Ich glaube, wenn ich Timbers oder Shadowfiend ziehen würde, würde ich den, glaube ich, mit Iron sogar hochleveln, dass ich weiterhin gewinne. Könnte sich lohnen. Mann, das ist ja so den Gegnern hingelaufen, aber so bitte trotzdem.
Jetzt überlebt er trotzdem. Oh, mein Damage ist halt einfach komplett für den Arsch. Komm, 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 komm. Oh, er hat sich selber gesaved mit seinem Hook. Hattest du nicht gestern noch eine krasse Goblin-Runde? Also gestern habe ich nicht gestreamt, vorgestern im Stream hatte ich eine krasse Goblin-Runde. Gestern kann sein, dass ich, also weiß ich gar nicht, Cloudplayer-Runde vielleicht, ob ich da eine krasse hatte. Ach so, lädt sie heute noch? Ne, die Goblin-Runde kam noch gestern. Und mir irgendwas fertig, damit ich weiterhin gewinnen kann. Surf, ihr geht raus. Vielen Dank für den 44. Monat, lieben Chat. Das war ich gerade verwirrt. Vielen, vielen Dank, Surf. Alter, 44 Monate. Das sind... Junge, du bist echt bald auf 4 Jahre. Ist das crazy? Noch 4 Monate. In 4 Monaten bist du einfach auf 4 Jahren. Das ist krank. Mann, scheiß Assassins. Vielleicht tankt mir der Clockwork das gut genug weg gegen die. Wenn hier noch eine Ult kommt, ist einer gleich weg. Das reicht wieder, das ist sehr gut. Ich hoffe, ich bekomme jetzt den Patch mal hoch. Oder einen Vierer direkt, dann würde ich einfach switchen. Also den Meepo will ich eigentlich nicht zocken. Aber kostet mich auch gerade nichts. Wenn ich nochmal einen Meepo ziehe, könnte ich irgendwelche Sachen vielleicht doppelt stellen noch später. Dieses Game hasst mich doch. Wir machen kurz einen Rollerino nochmal. Wir ziehen immer noch nichts hoch. Aber ich habe den Shadow Fiend jetzt rausnehmen und den Pangolier reinstellen. Klassische Undead-Runde bisher. Man hat alles aufgeopfert, so für das Level und so. Man gewinnt zwar die Runden gerade noch, aber man hat noch immer noch kein Undead auf 2 gezogen. Und das heißt dann, dass man gleich einfach Runden zu verlieren. Der Patch auf 2 würde stark helfen, wenn wir den gleich bekommen. Wir hatten sogar echt viele extra Rolls durch die Goblins. Aber wir können, es kommt noch eine gute Runde gehen. Wir müssen nur den mal hochziehen jetzt gleich. Und dann würde ich Muerta noch einstellen. Das könnte was werden. Die muss ich mir ansehen. Ja, die Runde von gestern war auf jeden Fall eine ganz coole Goblin-Runde. Also krank war sie jetzt glaube ich nicht. Das war einfach eine gute, solide Goblin-Runde. Vor allem war die Dings, wie gesagt, der Tinker kam krass in der Runde gestern. Aber wir waren schon lange nicht mehr so live auf YouTube, wie wir es jetzt sind. Okay, da ist er wenigstens. Das ist doch schon mal eine gute Nachricht. Ich sehe es gerade, glaube ich, nicht ein, das nochmal Gold aufzugeben gerade. Ich hoffe, dass noch eine Runde reicht. Nach der Runde gehen wir auf jeden Fall Level up, aber jetzt fühle ich es gerade nicht so richtig. Okay, das gewinnen wir aber auch easy. Also nach Runde 10 können wir dann Level up gehen. Auf Level 6. Oder wir gehen halt auf Level 7. Wir machen dann noch 3 Undeads dazu. Komm, gib mir jetzt mal einen guten Underdrop noch. Auf 4 habe ich auch nur 2% Chance gerade, das würde nicht passieren. Ab nächsten Level sind 4 realistisch zu ziehen. Ich finde krass, dass der Sprung von 7 nur auf 10 ist. Der Sprung von 6 auf 7 ist fast nicht vorhanden für Level 4er. Komm, wir versuchen mal die schon mal in die richtige Richtung zu bringen. Dann könnten wir vielleicht Richtung normalen nächsten Level 2er gehen. Dürfen wir bloß nicht gegen Assassins zocken. Forever! So. Ja, und sonst gibt's nicht viel Neues, ehrlich gesagt, bei mir. Was ich euch jetzt irgendwie berichten könnte. Wir haben es aktuell wieder sehr stürmisch hier, was mich ja immer freut. Ich bin ein großer Sturm, Freund von Sturm. Ah Mann, Elise Bruder wäre gar nicht so dumm vielleicht, aber ich bin Fatebender. Fatebender. Warte mal, ich nehme kurz die 2 Rolls mit, bevor ich den so hoch level. Hauptsache wir gewinnen die Runden jetzt erstmal weiter. Ich glaube, den werde ich nicht mehr reinbringen, den Pangolier. So, wir müssen uns überlegen, wie wir es dann nachher spielen. Was ist der Plan? Machen wir Full Undeads als Plan? Nobody knows. Ich hätte vielleicht vor dem Stream noch aufs Klo gehen müssen. Jetzt muss ich schon am Anfang des Streams aufs Klo. Jetzt geht nächstes Level, aber ich war jetzt auch vor dem Stream gerade nicht.
Ich habe gerade, bevor ich angefangen habe zu streamen, ich bin schon seit 6 Uhr wach, ehrlich gesagt. Jetzt bin ich erst seit 20 Minuten online, ich bin aber seit 6 Uhr schon wach. Habe jetzt gerade vorhin noch manchmal aufgestanden, Zähne geputzt, habe einen Kaffee getrunken, habe mir von Achtung Abzocke, witzigerweise, so ein paar YouTube-Videos angeschaut, weil ich da gerade irgendwie in so einer Schleife hängen geblieben bin. Und bin ja jetzt erst online gekommen, weil ich habe gedacht, um 6 Uhr live zu kommen, ist echt Quatsch. Eine Nachricht wurde aufgrund von Konflikten mit den Moderationseinstellungen des Kanals nicht gepostet. Hä? Hast du irgendwas gepostet, was vielleicht, hier, wie soll ich sagen, einen Punkt drinne hatte oder so? Ogak hier. Mit der Karte. Das wäre ein guter Call übrigens. Ich habe keine Ahnung, aber jetzt, beim zweiten Mal ist es auch durchgekommen, komischerweise. Wieso ist es beim zweiten Mal denn durchgekommen, ohne Probleme? Als ein Satz und das wurde geblockt. Ach so. Vielleicht hat jemand Ogre als Beleidigung gesehen oder so. Wieso nennst du mich Ogre? Vielleicht ein Punkt zwischen zwei Wörtern. Ja, dann kommt ja normalerweise sogar das, da steht irgendwie Nachricht gelöscht, glaube ich, oder so dran, oder? Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, woran es liegt, Avaron. Aber bisher nicht geblockt oder so, also hat anscheinend nichts, keine schlimme Nachwirkung. Ogak hier mit der Karte. Ach so, bei Ginter ging das jetzt. Ja, aber Ron, dann liegt's wohl an dir. Dann bist du wohl einfach, verstößt du wohl gegen die Richtlinien. Hey, warte mal, ist meine Moneta gestorben? Ich bräuchte erstmal überhaupt, damit ich Ogak hier Richtung gehen kann. Bräuchte ich dann später auch noch das eine Mädel. Ich lösche kurz den, ich werde jetzt eh gleich gewinnen. Ha, soll ich das wegnehmen hier? Ja, wobei, ich will die noch auf 2 haben und dann könnten wir gucken, dass wir in eine andere Richtung gehen vielleicht. Aber die auf 2 will ich noch, bevor ich die Ding, ich will Modrechte. Drachen sehen doch gut aus. Für Demon Hunter. Junge, es gibt hier so viele Möglichkeiten, ist mir bewusst. Ich bin ja immer ein Freund davon, wenn man das hat, einfach auf Only Undead zu gehen. Vielleicht mit einem Shakiro, also mit 9er Undeads und 3er Dragons mit Shakiro, dann finde ich immer sehr cool. Das ist die, wo mir am meisten Spaß macht, aber es muss drauf an, was jetzt für Units kommen. Wenn jetzt wirklich so First, Forster, wenn jetzt nichts Assassin kommt, würde ich wirklich Richtung des Ogakir vielleicht aufbauen. Ich hab ja schon Ogakir auf dem Netz gespielt. Und da habe ich mich aufgeregt, da hatte ich einen Level 3er Alchemist auch. Habe ich mich sehr geärgert, dass ich den nicht, dass ich jetzt nicht hochgezogen habe, wie ich es wollte. Ja, ich weiß, dass es mir keine Macros mehr gibt, aber es macht mich stärker, weil die Unit einfach stärker ist. Und ich glaube, da habe ich dann mehr Bock drauf. Jetzt habe ich noch einen anderen gleich. Gehen wir das alles hier rüber, weil der so seitlich steht. Ich brauche die Rolls auch nicht. Ich will ja eigentlich gar nicht auf Rolls gehen, großartig. Außer später auf Alchemist dann vielleicht. Mal gucken, was als erstes für eine Forstar kommt. Sonst würde ich nächstes Essen würde ich auf den Sack hier, glaube ich, gehen. Ich habe jetzt auch schon Alchemisten gezogen. Ich muss unbedingt kurz auf Toilette gleich, Leute. Ich muss jetzt gucke ich gleich, was ich noch stellen kann, ob ich irgendwas Sinnvolles ziehe, was ich dann reinstellen kann. Und sonst lasse ich es auf Clockwork einfach. Wenn jetzt hier kein Drop kommt, den ich haben möchte. Ich komme eh Runde 15. Ich mute mich mal schon mal kurz, weil ich will dann gleich zurück sein. Leute, ich bin schon mal kurz muted und ich mache kurz den Zug aber noch.
Okay, das ist jetzt ziemlich cool, ehrlich gesagt. Das heißt, wir haben unsere Thread, die wir gehen wollen eigentlich, oder in dem Fall. Das ist auch gut noch. Vor allem gibt es noch mehr Leben zum Überleben. So. Wenn jetzt wirklich so First Forster, wenn jetzt nächstes Essen kommt, würde ich wirklich Richtung des Ogre Kir vielleicht aufbauen. Ich hab ja schon Ogre Kir auf dem Netz gespielt. Sehr cool. Das wird die, wo wir. Wenn du gewinnst, schau mal auf deine Ecke, ob du plus 2 bekommst. Meisten Spaß macht, aber es muss noch anders jetzt für Units kommen. Wenn jetzt wirklich so First Hä, ich Forster. hab doch nur plus 1 bekommen, das check ich nicht. Ich habe den Clip jetzt angeschaut, da bekomme ich auch nur plus 1. Hallo Bierwolf, moin moin. Eigentlich geht es nur noch darum, dass ich jetzt Level gehe und die Runden gewinne, nicht auf am Anfang zu verlieren. Deswegen werde ich jetzt weiter All-In gehen. Ich habe den Clip angeschaut, da ich bekomme. Wieso bekommt man nicht plus 2? Wieso sollte ich denn plus 2 bekommen? Ach so, das meinst du. Ach so, warte mal, das meinst du. Ich dachte, da ich die Runde gewonnen habe, dachte ich, meinst du. Warte mal, das muss ich noch mal anschauen. Wo mir am meisten Spaß macht, aber es kommt jetzt noch anders jetzt für Units kommen. Wenn jetzt wirklich so First Forster, wenn es nächste Sache kommt, dann steht auf dem Kurier, glaube ich, drauf, oder? Plus 1, ja. Weiß nicht, ob das ein Bug ist oder hat es mal jemand gecallt, dass man, wenn man in der Runde nur auf 20 Gold genau kommt, dass man dann nur plus 1 bekommt? Keine Ahnung, ich bin mir da selber nicht sicher, woran es genau liegt. Ich mache das jetzt schon, weil ich will weiter Runden gewinnen. Ich will, dass die überlebt auch. Deswegen machen wir das jetzt. Sammeln alles an Akir, was es gibt. Jetzt haben wir ja schon mal ein gutes Grundding. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch Level 9 gehen. Das einzige Goal ist jetzt noch die Runde Level 9 zu gehen. Dann Lumen Dismiss. Dann Akirs, Broodmothers, also die drei plus Broodmother und Alchemist sammeln. Mehr brauche ich die Runde nicht. Und einen Ogre-Match einmal noch, dass ich auf einen, dass ich. Wen mache ich denn zum Ogre? Dann mache ich dann die Broodmother zum Ogre, die Level 3er Broodmother später. Oder spiele ich dann noch irgendeine Legendary, die ich dann, dass ich halt einen Akir weniger reinmache, aber dafür noch irgendeine Legendary spiele, die ich als Carry spiele. Keine Ahnung, so einen Thor-Warlord oder so und den Alchemist noch auf 2 spiele. Medusa. Nee, Troll. Schöne Echo, die nehme ich gern mit. Troll, Chiro oder Boozer. Warum muss erstmal freigeschaltet werden, theoretisch? Oh, da ist Chiro. Lol. Das ist natürlich witzig jetzt. Aber habe ich Beastmaster gesagt? Also ich meinte Ogre, Alchemist. Habe ich Beastmaster zu Alchemist gesagt? Deswegen kommt deine Nachricht gerade oder bin ich lost? Das war so eine dumme Aussage gerade. Ich weiß nicht, ob es gibt keinen. Ich weiß nicht, ob es Chiro gibt, und es ist nicht ein Chiro. Ja, dann will ich jetzt einfach Chiro zum Ogre nachher machen, oder? Wäre schon witzig. Warte mal, Blutmörder? Nee. Ach so. Kein Blutmörder. Ja, aber das. Das kann man mit so einer Runde normalerweise schon schaffen. Wenn man nicht komplett Pech hat. Und die Runde einfach zu schnell vorbei ist. Weil gewinnen werde ich die Runde hier safe. An der Runde kann nichts mehr schief gehen. Aber die Frage ist halt, ob die Leute sterben, bevor ich die Runde gewonnen habe. Das ist halt das Problem. Und hier ein zum Rollen. Stimmt. Oh.
Die HP könnte ich wegrollen, die brauche ich jetzt nicht unbedingt, glaube ich. Mage Resistance. Habe ich ziemlich viel Kacke auch zwischendurch mal gedroppt bekommen, immer wieder. Ihr müsst mir mal sagen, wenn ich einen Ogre-Matcher im Roll übersehe. Also wenn ich direkt über Roll ist, egal, dann ist eh schon zu spät, aber falls ich mal einen Ogre-Matcher hier im Roller, müsst ihr es mir sagen. Also ich gehe jetzt auf Chirocopter einfach als Ogre, bevor ich jetzt ewig überlege, ob ich Medusa noch irgendwie sammle oder Troll-Warlord. Chirocopter ist jetzt schon da, jetzt nehme ich den auch. Und dass auch die Trolls dann liegen, die kommen. Außer kommt es in den nächsten Roll ein 3er Troll-Warlord, klar, das ist was anderes dann. Ja, Elite Recruiter, oder? Bringt zwar nur für Gyrocopter was, aber bevor, da habe ich keinen Platz für und nehme es auch jetzt schon, damit ich jetzt schon im nächsten Roll vielleicht eher noch einen Forster ziehe. Auf die Forster bringt es halt nicht so viel. Okay, das heißt, wir gehen jetzt gleich noch mit einem Dismiss. Ich versuche jetzt mal an, warte, ah, ja, scheiße, den Text Speed. Aber wir haben einen besseren Attack Speed, dann ist wiederum okay. So, ist hier ein Ogre drin? Nee. Davon gehe ich auch gleich weg. Ich brauche nur einen Blutmaler dann gleich. Also wir machen jetzt trotzdem den Human Dismiss, würde ich behaupten. Ich meine, man könnte auch den Dismiss machen einfach, der wäre günstiger. Ich glaube, wir machen einfach den Tauren Dismiss. Dann haben wir noch einen Legendary rausgenommen, dann ziehen wir noch besser den anderen hoch. Andererseits, wenn ich wirklich 3er Alchemist vielleicht bekommen will und 3er Blutmaler, wäre schon Human's Worth. Das fällt mir gar nicht so einfach, mich dazu entscheiden. Das fällt mir gar nicht so einfach. Das ist Deutsch wieder mal. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich auf 3er komme. Ich glaube, die Leute sterben zu schnell. Gerade ich habe auch schnell Akir drin. Ich denke, ich mache den Dismiss und versuche einfach schnell den Chirocopter fertig zu bekommen. Und vielleicht schaffen wir es ja trotzdem auch mit dem Dismiss dann die Arm und Forster noch einen zumindest davon hoch. Habe ich was vergessen? Warte mal, die brauche ich nicht. Euch brauche ich auch nicht. Kommt hier schon eine Brutmother, ist die Frage. Und der Ding, scheiße, den Ogre-Matcher noch, stimmt. Es lohnt sich gerade trotzdem noch nicht, da was zu fressen. Der ist noch zu schwach dafür. Aber warte mal, fuck, der frisst ja auch schon. Oh, Brutmother, lol. Wie dazu? Danke. Jetzt lohnt sich's aber gleich. Ich hoffe, ich bekomme jetzt gleich noch ein Ding gedroppt. Nochmal, also ich hoffe, ich überlebe jetzt erstmal die Runde noch natürlich. Dann hoffe ich, dass ich einen Sieg gedroppt bekomme schon. Also nochmal einen weiteren kleinen Nix Assassin. Und dann kann ich schon mit Dingen direkt die großen Seeds haben. Also gewinnen werde ich auf jeden Fall. Dann können wir jetzt schon den guten Switch machen. Runde 23 haben wir schon fettes Lackier-Team. Jetzt hoffe ich nur, dass ich, wie gesagt, einen sinnvollen Seed auch dafür ziehe gleich. Gib mir nochmal näher. Dankeschön. Fokussieren uns auf das Zeug. Ich frage mich, ob es besser wäre, den Alchemisten zu fressen, ob das sinnvoller wäre. Weil auf 2 ist. Und direkt die fetten Level 3er, das ist angenehm. Wir können gleich mal die Items auf den Charakopter umbauen auch. Und nur auf dem Blutmarder, nur auf der Nixessen den Seed quasi spawnen lassen. Also, nee, warte mal, ich muss die zwei Sachen lassen. Bitte check und die Seed Spawner halt. Nochmal eine. Mal kurz gucken, ob ich mal noch irgendeinen von den. Da ist der Troll jetzt übrigens, aber jetzt spiele ich nicht mehr. Einen mitgenommen mal kurz.
So, dich halte ich hier und dich halte ich hier. Und euch mache ich mal zu dem Kollegen. Thanks! Ich halte die mal kurz, vielleicht kommt die jetzt gleich im nächsten Roll und ich reg mich dann nicht ganz auf, weil ich wenigstens 3 Gold holen kann dann. Düt, 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 düt. Hier ist noch mein Blutmaler 3 übrigens schon. Was wurde noch gecallt? Von Biowolf vor 5 Minuten. Jetzt habe ich 2 Blutmaler 3 sogar. So schnell geht's. Buckler. Buckler. Gibt's noch bessere Items nach Roll? Nee, das leider nicht. Ogrehot brauche ich die Runde nicht. Bei Ogrehot natürlich noch witzig. Ah, nee, ist Quatsch. Hör mal auf mit Ogrehot. Das ist Quatsch. So, wird dann nochmal ein bisschen fetter. Ich kann es eigentlich schon verteilen trotzdem. Hallo Brenner, moin moin. Also der Alchemist 3 sieht gut aus, die Blutmaler 3 sieht gar nicht gut aus. Blutmaler 2 wäre mal noch ganz nice erstmal zu ziehen. Charo frisst die. Oh, das ist ein guter Call, stimmt. Ich muss Charo noch hochziehen mal. Hab ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Welches von den zweien? Gegen Krieger spiele ich auf jeden Fall auch. Das wäre gegen die Assassins wahrscheinlich besser dafür. Skadi. Hätte ich glaube ich auch eher tendiert hin. Krank gut. Your God has arrived. Gibt's eigentlich inzwischen alle Legendaries? Ne, immer noch nicht. Die Eye of Skadi. Ich weiß, wir haben nur 2 Sachen aktuell, das ist auch in Ordnung. Oder wir verlassen es halt Alchemisten fressen. Also man kann der Alchemist das eine Viech fressen oder muss es wirklich lower sein bei Ogre? Ich spiele so selten Ogre. Ach, lower muss es wirklich sein. Okay, nee, wir müssen mal gucken, dass wir gleich den Ding hochziehen einfach. Wir müssen mal schauen, dass wir einfach mal irgendwo gleich 2 Alchemist, 2 Charoskopter herbekommen. Wir haben Elytrik-Footer, wir holen die ganze Zeit auf Level 10. Wir haben auch schon 25 Primal Beast und Zeus gezogen und Warlocks glaube ich auch. Nur einen Charoskopter. Danach könnte natürlich Early sehr lucky kam am Anfang. Muss man ihm erlassen, der kam am Anfang sehr lucky. I am the dead of winter. Oder gib mir einfach mal 2 Broodmothers Game. Dann können wir einfach mal 2 zusätzliche Broodmother fressen lassen auch. Noch einen Blutmaler gezogen, hätte ich glaube ich hochgelevelt mit Io und dann noch einen Seed dazu gestellt. Hätte dafür aber den einmal runternehmen müssen, um es nicht zu verkacken. Dass die zwei noch auf Level 1 stehen, ist echt eine Dreistigkeit. Wir sollten das Io wahrscheinlich aber einfach eigentlich nur benutzen für einen Alchemisten lieber gleich. Das wird noch 13. Oder für den Charokopter halt. Für den Charokopter wäre natürlich auch sinnvoll. Nur 27 noch Full Prozent, ja man, so muss das sein. Lass mal den Sämtchen Gedanken. Muss ohne Gold. Oh, nochmal eine Aesthetic Caps. Das ist gar nicht so uncool. Aber das reicht glaube ich nicht mehr. Ne, der leuchtet auch nicht. Das gibt mir erst ab nächster Runde dann was. Man konnte natürlich auch dem Charo kommt einfach höheres Level geben, indem man ihnen das Checko gibt. Dann haben wir aber schlechtere Spawns.
lohnt, glaube ich, auch wieder mal nicht. Ich habe jetzt gerade noch das höhere Level auch. Ich glaube, ich gehe jetzt mal einmal kurz komplett rein. Also ein Chairo wäre schon echt nett gewesen. Der Templar bringt nichts. Ich habe schon den Chairo den zum Ogre gemacht schon. Jetzt bekomme ich echt Probleme, den Chairo hochzuziehen. Wir könnten gleich mal versuchen, auch das Range-Item zu bauen. Brauche ich das? Ja gut, das Magic Defense brauche ich eigentlich nicht. Dann gehe ich noch einmal runter von ihm. Alter, Johnny Walker hat Prime erhalten. Ihr geht raus, Johnny Walker. Haben wir einen Mod da, der das einstellen kann direkt? Sonst muss ich es gleich nach der Runde machen. Oder während der Runde nochmal gucken. Ihr geht raus und moin moin, Johnny Walker. Geil, Alter. Muss auch lieber rein. Mann, danke für das lange Punkte sammeln und aktiv zuschauen auch. Das freut mich wirklich enorm. So, ich behalte Skadi safe, ich behalte Lifesteal safe, ich behalte Attack Speed safe. Warte mal, gibt's. Ich glaube sogar. Ich nehme jetzt einfach das und mache direkt lieber sogar so eins draus. Ich würde hier Attack Speed schon nice. True Evasion bringt mir jetzt nicht so viel. Aber bringt es mir irgendwas? Also 50 Mage, 30 Mage Resistance, ich glaube nicht, das ist echt ein scheiß Item geworden. Und hier der richtige Prime. Liebe geht raus. Johnny Walker, danke für den richtigen Prime auch. Liebe. Muss ich schon mal kurz aufmachen, so ein bisschen. Das war jetzt ein bisschen Anlage, dass wir jetzt schon ein scheiß 4er Item bekommen haben. Hätte ich einfach die scheiß True Evasion Ding genommen. Aber ich muss noch mal kurz rollen, versuchen den Charcopter zu ziehen. Oh, danke. Ziehe ich nicht nach 100 Jahren nicht mehr. Hoffentlich will ich jetzt meine 100% Streak nicht noch. Aber ich glaube, ich verliere die noch, ehrlich gesagt. Wobei Group Mother 3 steht noch. Ich will die doch nicht. Sehr gut. Viel besser wird's nicht. Viel besser wird's nicht. Warte mal, das bringt ja gar nichts, ich Idiot, das ihm zu geben. Die müssten eh das höchste spawnen hier. Ich hätte den einen nicht fressen, den einen hätte ich nicht fressen, ich hätte noch wegstellen können, dass die Woche, dass der die Runde vielleicht noch was spawnt. Ich mach den Prime gleich rein, erinnere mich aber noch mal dran ansonsten. Wobei ich habe hier schon offen, 100k Edit. Johnny Walker. Im Zweifel würde ich einfach mehr Gegner mitnehmen, nochmal für die Runde gleich. Falls es überhaupt ergibt. Mal Eye of Skadi. Lifesteal. Das hier. Okay, dann nehmen wir den Gleitner mit. Ich glaube, das ist jetzt ziemlich dominant mit dem Charocopter. Und da können sie technisch noch deutlich besser werden.
Aber ich würde jetzt alles auf dem Level Up noch setzen. Schade, ich hätte das Ereignis, weil es ein bisschen Verschwendung dann im Nachhinein. Weißt du, was ich sogar mache? Ich gehe, ich versuche dann noch ein Level Up zu schaffen. Eine Runde wäre noch geil, wenn ich jetzt nochmal einen Double Drop bekomme, könnte ich nochmal zwei Level 2er reindrücken, dann wäre es mir auch egal. Wenn ich den jetzt nochmal doppelt ziehe und dann zwei Level 2er, wäre das für mich komplett cool. Aber ich will ihn noch nicht fressen lassen, weil der noch halt auch den hat gerade. Eine sehr schöne Runde, schöner Caller von Avaron. Warte mal, habe ich mich schon bei Johnny Walker gerade bedankt? Doch klar, ich habe ja auch das, ich bin mir das Dinger mehr, nicht Idiot. Da bin ich lost. Hoffe ich, stirbt er jetzt nicht. Aber der stirbt auch und ich kriege ihn wahrscheinlich. Ja, okay. Aber geil, Alter. Sehr, sehr cool. Kurz eine Copy machen hier. Das Level Up wäre ja noch drin gewesen sogar. Nächste Runde dann mit dem Seed noch vielleicht. Sehr, sehr schön. Und liebe Zuschauer, lassen Sie gerne ein Like dafür diesen wundervolle Ogre Akir Charakopter Runde. Ich bin eigentlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut's rein.